von ihrem ersten Tag hier in Zandvoort. Wird man hier heimisch fotografiert am Strand? Der ist ja vielleicht als Erinnerung gar nicht schlecht. Wie sieht ein Foto denn aus? Auf dem, das sind Sie gut getroffen. Oh, ein bisschen blass vielleicht, oder nicht? Das sehen Sie aber aus. Gefällt Ihnen Ihre Foto wirklich nicht? Aber die Frau hier, das Mädchen, das kenne ich. Die kenne ich aus Deutschland. Das ist sie hier mit ihren Eltern. Und da ist auch noch mal drauf. Aber die Frau, die habe ich noch nie gesehen. Wissen Sie das zufällig, wer diese Frau ist? Wissen Sie, wie viele Leute ich jeden Tag fotografiere? Haben Sie vielleicht noch andere Bilder, wo das Mädchen drauf ist? Nein, ich lasse von allen Fotos in Abzug machen. Danach wird das Speicherchip der Kamera gelöscht. Falls Sie doch noch was finden oder falls Sie doch noch Fotos haben, dann rufen Sie mich doch bitte an. Ja, es wäre sehr wichtig. Die beiden Fotos nehme ich auf jeden Fall mit. Und das von mir, das nehme ich auch mal mit. Bevor es jemand anderem in die Hände fällt. Okay, das macht dann 10 Euro. 10 Euro? Ja. Bitte schön. Okay, danke schön. Danke. Tschüss. Okay, tschüss, genau. Tschüss. Ja, grüß dich, hör mal, Bernd hier. Hör mal zu, ich rufe dich aus Holland an. Du kannst dich doch erinnern an den Fall gegen die lernbehinderten Eltern, die ihr minderjähriges Kind entführt haben sollen nach Holland, nach Zandvoort. Ich bin da und ich bin hier gerade bei einem Fotoverkäufer vorbeigekommen und ich habe ein Foto von dem gesehen. Mit ihren Eltern, von dem Mädchen, genau. So, und dann war da noch ein anderes Foto dabei. Da war die mit einer Frau drauf, die kannte ich nicht. Das kann eine Passantin gewesen sein, das glaube ich aber nicht. Irgendwie sah das nicht so aus. Ich bringe die Fotos auf jeden Fall mit. Ja? Okay, du weißt Bescheid. Frau Eckert, Ihr Vorname ist Christine. Sie sind am 9. April 1979 in Koblenz geboren, wohnen auch dort. Sind mit dem Mitangeklagten Patrick verheiratet und haben eine gemeinsame 6-jährige Tochter Lena, die bei der Pflegefamilie Falkenberg lebt. Einen Beruf haben Sie nicht gelernt, aber Sie arbeiten ganz klar in einer Behindertenwerkstatt. Am 28. April 2006 wurden die Angeklagten von ihrer 6-jährigen Tochter Lena und deren Pflegemutter Jule Falkenberg in ihrer Koblenzer Wohnung besucht. In einem unbeachteten Moment nahm das Ehepaar Eckert sein Kind, ging mit ihm zum Bahnhof und fuhr mit dem nächsten Zug zum niederländischen Badeort Zandvoort. Dort konnte die Polizei Lena noch am selben Tag ausfindig machen und zu den Pflegeeltern zurückbringen. Christine und Patrick Eckert werden daher wegen gemeinschaftlicher Entziehung Minderjähriger angeklagt. Herr Rechtsanwalt Krechel, wird Ihre Mandantin Angaben machen zur Sache? Meine Mandantin ist so ehrlich, wie sie unschuldig ist. Deshalb hat sie sich gegen diese oder sieht keine Veranlassung, sich gegen diese haltlosen Vorwürfe in irgendeiner Form zu erklären. Sie war mit ihrem Mann allein in Holland und das Kind hat sie doch zufällig getroffen. Das ist das, was sie mir gesagt hat und das ist auch so. Das ist genau die Frage. Dann zu Ihren persönlichen Verhältnissen, Herr Eckert. Ihr Vorname ist Patrick. Sie sind am 2. Februar 1974 in Bad Ems geboren und haben zusammen mit Ihrer Ehefrau Christine, die Lena, und deren Mitnahme nach Holland es ja hier geht. Und wie Ihre Ehefrau arbeiten Sie auch in dieser Werkstatt. Frau Vorsitzende, auch mein Mandant wird sich zunächst zu den Tatvorwürfen nicht äußern. Im Übrigen schließe ich mich den Anmerkungen des Kollegen Krechel an. Als psychiatrische Sachverständige nimmt Frau Dr. Clara Meissner an der Verhandlung teil, die uns später etwas zur Schuldfähigkeit der beiden Angeklagten sagen kann. Denn Frau Eckert und ihren Ehemann können wir hier nicht mit den üblichen Maßstäben messen. Der IQ von 50 entspricht in etwa dem eines 10-jährigen Kindes. Das reicht für den Alltag natürlich und auch um ganz geregelt in dieser Werkstatt zu arbeiten. Wobei aber kein Zweifel bestehen dürfte, dass das Unrecht der Tat eingesehen werden kann, trotz des Handicaps von ihm. Es ist unbestritten, dass Sie sich liebevoll um Ihr Kind bemüht haben. 6 Jahre lang. Und das hat das Jugendamt auch bis dahin nie bestritten. Wir haben uns immer um Lena gekümmert. Das ist doch unser Kind. Und die lieben wir auch, mein Mann und ich. Und das ist ja auch unsere Familie. Mutter, Vater, Kind. Ja. Also, Frau Vorsitzende, ich sehe das durchaus so. Der Hintergrund ist doch, dass die Angeklagten hier Angst hatten vor einer Zwangsadoption. Das Jugendamt hat ihnen nicht nur das Sorgerecht entzogen und hat es auf das Jugendamt übertragen, sondern ihnen ist sogar das Umgangsrecht mit ihrem Kind entzogen worden. Aufgrund diverser Vorfälle, da kommen wir ja später noch dazu. Und dann waren die Pflegeeltern, die Falkenbergs, die waren so großzügig und mitfühlend und haben gesagt, der Kontakt zu ihnen, zwischen ihnen und ihrem Kind, der soll nicht völlig verloren gehen. Und das haben sie schamlos ausgenutzt. Am 28. April
April. Die Frau Falkenberg hat die Wohnung verlassen. Dort haben sie sie besucht. Sie wollte Kuchen holen gehen. Sie konnten mit dem Kind auch noch alleine sein. Das ist ihnen alles gestattet worden. Und dann haben sie das Kind gepackt und sind im Zug nach Sandford gefahren. Und die Frau Falkenberg wusste von gar nichts. Die kam wieder und das Kind war weg. Warum? Ich habe dann zufällig, Frau Vorsitzende, weil ich selber kurze Zeit danach einen Kurzurlaub nach Sandford, in Sandford gemacht habe, am Strand bei einer Strandfotografin dieses Foto gefunden. Und da sind Sie drauf, in Sandford, mit Ihrem Kind. Warum ist der Mann denn so gemein zu mir? Ich habe doch nichts gemacht. Manchmal glaubt der Staatsanwalt, dass das zu seinem Beruf gehört. Und trotzdem wollen wir halt wissen, wie die Lena nach Holland gekommen ist. Denn wenn Sie sie so einfach mitgenommen haben, dann wäre das Kindesentziehung. Denn die Lena, schauen Sie mal, die ist 6. Alleine nach Holland, wie soll die alleine nach Holland fahren? Und wenn nicht mit Ihnen, mit wem dann? Deshalb werden wir die anderen mal dazu anhören. Nehmen Sie doch neben Ihrem Verteidiger Platz, Frau Eckert, bitte. Julia Falkenberg, bitte. Ich helfe Ihnen. Frau Falkenberg. Wen haben Sie mitgebracht? Das ist mein Mann, der Mika. Der war ja an dem Tag, war der auf Dienstreise in Dresden. Ich denke, der... Ich habe ihn auch nicht geladen. Ne, Publikum. Dann nehmen Sie bitte Platz, Herr Falkenberg. Sie können gerne zuhören. Und Sie, Frau Falkenberg, setzen sich bitte hier vorne hin. Dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Juli ist Ihr Vorname. Sie sind 26, wohnen in Koblenz, sind Bürokauffrau von Beruf. Ja, und mit den beiden Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Nein. Seit dem 6. Juli 2005 kümmern Sie und Ihr Ehemann sich als Pflegeeltern um die Lena. Da interessiert mich zunächst einmal, warum haben Sie sich entschieden, ein Pflegekind aufzunehmen? Ja, das ist so, also wir können keine Kinder kriegen und wir haben uns immer Kinder gewünscht, weil wir lieben Kinder total und wir haben uns das immer so vorgestellt, wir haben Kinder kriegen und ja, als wir das dann erfahren haben, war es ein super Schock für uns. Es war ziemlich schwer und hart. Und nachher haben wir uns halt erholt, weil wir dachten, es gibt ja auch andere Möglichkeiten und wir können ja vielleicht ein Kind bei uns aufnehmen. Haben Sie da irgendwie an Adoption gedacht? Ja, anfangs schon, aber das ist sehr schwer. Und deswegen haben wir erst mal gesagt, können wir auch ein Kind bei uns aufnehmen, was vielleicht nicht so gut bei seinen Eltern hat. War Lena das erste Pflegekind bei Ihnen? Nein, nein. Wir hatten vorher den Max, der war 3 Jahre bei uns. Und der ist zurück zu seinen Eltern gekommen und die Ellen, die war 2 Jahre bei uns, dann ist sie ins Internat gegangen. Wie können Sie uns die Eltern von Lena beschreiben, Frau Falkenberg? Ja, das sind eigentlich ganz, ganz liebe Leute, ne? Das ist gar keine Frage. Sie sind, klar, sie sind die Eltern, aber sie waren definitiv überfordert mit der Lena. Das hat man sofort gemerkt. Ich meine, haben ja so ein IQ-Problem. Die waren nicht überfordert. Wir haben uns um alles immer gekümmert. Lena hat es immer gut bei uns gehabt. Frau Eckert, das glaube ich Ihnen, ja. Und deshalb möchte ich nur einmal mit der Frau Falkenberg weitermachen. Ja, das glaube ich ja auch. Die haben ihr Bestes getan. Aber es sind dann einfach so viele Sachen passiert. Da hat sich ja dann auch der Herr Frommke vom Jugendamt eingeschaltet. Das ging einfach so. Und ich meine, der Anwalt hat es vorhin sehr treffend gesagt. Sie haben sich sehr bemüht um das Kind. Sie wollten das Beste. Das steht ganz außer Zweifel. Aber gucken wir uns doch mal an, was hier alles passiert ist. Da haben ihr Kind unter ihrer Aufsicht hat Tollkirschen gegessen. Ihr Kind hätte sterben können. Sie haben das nicht mitbekommen. Sie haben das nicht realisiert, was da überhaupt los war. Die hygienischen Verhältnisse, sagt uns der Frommke vom Jugendamt, waren katastrophal. Ihr Kind kann da nicht gesund aufwachsen. Und dann haben sie auch noch eine Herdplatte angelassen. Das kann vielleicht jedem passieren, aber auch das haben sie so spät gemerkt, dass es einen Zimmerbrand gegeben hat. Es ist einfach zu gefährlich. Das müssen Sie doch verstehen. Das war einfach viel zu gefährlich mit der Lena. Die haben das Essen, das muss man sich mal vorstellen. Sie haben es auf der Herdplatte gelassen, da hat es angefangen zu kokeln. Ganze Küche stand im Brand. Kann nur froh sein, dass sie alle im Garten waren. Sonst, ich weiß nicht, was da sonst passiert wäre. Und ich nehme an, Sie kümmern sich ja ganz gut um die Lena. Ja. Und deswegen haben wir ja die Lena dann auch zu uns genommen. Ja. Und wie geht, war das schwer für die Lena? Ja, am Anfang, klar, die Umstellung, das ist immer schwer. Nur das war auch bei den anderen, das ist eine fremde Situation. Aber die Lena, die hat sich mittlerweile super bei uns eingelebt. Wir sind wirklich wie so eine kleine Familie, das ist ganz, ganz toll. Also Sie lieben sie fast so wie ja, ihr eigenes Ja, wie meine Kind. Eigene Tochter. Also, aber es ist nicht ihr eigenes Kind, nicht? Sondern es ist das Kind von Christine und Patrick. Sie wird ihre Eltern vermisst haben. Natürlich hat sie ihre Eltern vermisst.
Das ist doch normal, dass ein Kind seine Eltern vermisst. Ich meine, sie war 6 Jahre bei denen. Das erklärt sich doch von selber. Wir sind ja dann auch immer hingefahren. Das war ja nicht das Problem. Wir sind öfters hingefahren, die haben die gesehen. Ist ja auch alles super gelaufen bis zu dieser Geschichte da. Am Anfang war es ja so, dass das Familiengericht das Jugendamt als Amtsvormund hier eingeschaltet hat. Und zunächst gab es ja noch ein Umgangsrecht mit den Eltern. Das heißt, sie durften regelmäßig die Tochter zu sich nehmen. Ja, dann entzogen worden nach dieser Geschichte mit dem Brand. Das ging ja so einfach nicht mehr und ja. Aber wir haben doch gar nichts falsch gemacht. Ich habe sofort die Feuerwehr gerufen. 112. Das weiß ich doch. Ja. Aufgrund genau dieses Vorfalls, nämlich dem Zimmerbrand und der angelassenen Herdplatte, wurde den Eckerts ja auch vom Jugendamt das Umgangsrecht entzogen. Frau Falkenberg, aber zu Ihnen. Sie hatten also kein Problem damit, dass die Eckerts das Kind noch regelmäßig gesehen haben? Ach Quatsch, nee, das hätte doch die Lena überhaupt nicht verstanden, wenn sie plötzlich ihre Eltern nicht mehr sieht. Es geht ja um das Wohl des Kindes. Also wir sind da jeden Mittwoch hingefahren, das war so der Eckertag für uns. Das hatte sich so eingespielt, feste Institution, bis das halt da mit Holland war. Da ging der 28. April war aber kein Mittwoch, sondern ein Freitag. Wie ist sie jetzt am 28. April nach Holland gekommen, die Lena? Ja, mit ihren Eltern, wie denn sonst? Ja, das ist genau die Frage. Wann sind Sie an jedem Tag bei den Eckerts gewesen mit der Lena? Ja, also mittwochs konnte ich nicht, deswegen sind wir am Freitag gefahren. Und muss so 14 Uhr, 14.30 Uhr irgendwie sowas gewesen sein. Wir sind dann im Garten. Und ich dachte, ja, ich könnte ja was Kuchen kaufen und habe einen Wohnungsschlüssel mitgenommen, weil im Garten hört man halt die Klingel nicht. Und dann bin ich Kuchen kaufen gegangen und ich kam wieder, ja, und da war da keiner mehr da. Die Lena auch nicht. Frau Falkenberg, wenn ich Ihren Worten eben richtig gelauscht habe, dann sagen Sie, zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr kamen Sie und wenn ich die Akten richtig lese, haben Sie erst um 19.30 Uhr die Polizei benachrichtigt. Das sind, glaube ich, knapp 5 Stunden. Liege ich da richtig? Ja. 5 Stunden, in denen Sie nichts getan haben, obwohl Sie so schrecklich besorgt waren, ja, um das Kind. Ja, am Anfang bin ich doch nicht besorgt gewesen. Ich dachte, die sind auf dem Spielplatz. Ich meine, es hätte denen ja ähnlich gesehen, dass sie nicht auf mich warten. Darüber denken die ja dann nicht nach. Ja, dann habe ich ein bisschen gewartet und habe dann auch mal auf den Spielplatz geguckt und da war dann keiner. Mhm. Ja, und dann habe ich mir Sorgen gemacht. Dann habe ich die Polizei informiert und ich habe das Jugendamt direkt informiert. Und dann hat die Polizei halt ermittelt über die Werkstatt, wo die Eckerts arbeiten, dass sie wohl nach Sanford gefahren sind. Da habe ich mir direkt gedacht, dass sie dann die Lena wohl... ja, da mitgenommen haben, ohne was zu sagen. Frau Falkenberg, die Eheleute Eckert fahren jetzt seit Jahren immer zur gleichen Zeit nach Sanford. Bei ihrem Besuch müssten die eigentlich schon auf gepackten Koffern gesessen haben. Nö, und da wollen Sie uns hier erzählen, dass Sie von dieser Reise nichts gewusst haben? Nee, davon habe ich nichts. Das glaubt Ihnen hier niemand. Bitte. Meine Frau war damals völlig fertig mit der Situation. Ja. Die Eckert sind sehr liebe, aber einfache Leute. Und sie sind anscheinend doch mit der Situation überfordert. Wir hatten nie was dagegen, dass die Lena da spielt. Aber das geht einfach nicht. Die Lena hat es sehr gut bei uns. Sie hat alles, was sie braucht. Das müssen Sie uns glauben. Der geht es gut. Herr Falkenberg, ist das der Grund, warum Sie jetzt eine Zwangsadoption anstreben? Die Eckerts sind sehr liebe, aber einfache Leute. Und sie sind anscheinend doch mit der Situation überfordert. Wir hatten nie was dagegen, dass die Lena da spielt. Aber das geht einfach nicht. Die Lena hat es sehr gut bei uns. Sie hat alles, was sie braucht. Das müssen Sie uns glauben. Der geht es gut. Herr Falkenberg, ist das der Grund, warum Sie jetzt eine Zwangsadoption anstreben? Es ist besser für das Kind. Wir möchten Lena gerne adoptieren, auch wenn das rechtlich sehr schwierig ist, das wissen wir. Aber trotz alledem, ich hätte niemals den Eckert zugetraut, dass sie ihr Kind entführen. Das hätte ich ihnen nie zugetraut. Herr Falkenberg, eins dürfen Sie den beiden zutrauen, dass sie niemals, soweit es in ihren Möglichkeiten steht, einer Zwangsadoption zustimmen. Das Wort ist schon pervers genug, dass Eltern ihr Kind unter Zwang freigeben sollen. Und ich frage mich, und das betrifft Sie beide, was Sie sich denken, so etwas gedanklich solchen Menschen anzutun. Haben Sie mal Gedanken darüber gemacht, wie die Leute das empfinden? Dass sie per Zwang ihr Kind entrissen bekommen? Aber was anderes wundert mich, und das möchte ich einfach aufgeklärt haben, ein 6-jähriges Kind, wie kann ein 6-jähriges Kind aus Koblenz nach Sanford kommen? Bei der Lena hat bei der Polizei gesagt, sie sei alleine dahin gefahren. Und das sollten wir uns jetzt vielleicht von Lena erklären lassen. Und da gibt es noch Fragen an die Zeugin Falkenberg? Ich habe keine Fragen. Unvereidigt. Frau Falkenberg, nehmen Sie an der Seite Platz. Okay. Lena Eckert, bitte. Lena. Nimm doch bitte mal hier vorne Platz und die Dame vom Jugendamt wartet so lang an der Seite auf dich. Vielen Dank. Lena, ich nehme an, du weißt, dass man im Leben die Wahrheit sagen muss und nicht lügen darf. Ja, ich weiß. Und das ist hier genau dasselbe bei Gericht. Lena, dein Nachname ist Eckert? Ja. Du bist 6 Jahre alt, ist das richtig? Ja.
Und du wohnst bei deinen Pflegeeltern im Moment, bei der Julia, bei Mika Falkenberg in Koblenz. Mhm. Du gehst schon zur Schule? Ja, in die erste Klasse. Erste Klasse. Lena, es geht hier um deine Eltern. Und deshalb kann jedes Kind sagen, also du auch, nö, habe ich keine Lust, irgendwelche Fragen zu beantworten. Oder später werde ich ja mal sehen, was ich da irgendwo sage. Mhm. Das heißt, du kannst immer Aussagen, wenn du willst, Fragen von mir beantworten oder schweigen. Willst du Fragen von mir beantworten? Ja, gerne. Dann, Lena, sei so nett. Guck mal, da ist so eine kleine Tür. Komm mal eben hoch zu mir, ja? Die schiebst du gerade so ein bisschen auf, dann sind wir nicht so weit auseinander. Ich zieh auch schon mal den Stuhl so ein bisschen für dich hierher. Lena, dann setzt du dich mal hier hin. Und dann, du warst im April, ne? Bei deinen Eltern in Holland. War's schön? Ja, aber kurz. War kurz. Wie hast du es geschafft, nach Sandfort zu kommen? Naja, ich wollte unbedingt mal wieder zu Mama und Papa. Die sehe ich im Moment ja ganz selten. Da habe ich mich in den Zug geschlichen und bin ganz allein dorthin gefahren. Mhm. Ehrlich? Guck mal, Koblenz und Sandfort liegen doch ziemlich weit auseinander. Und man muss zweimal umsteigen mit diesem Zug. Wo hast du gewusst, welche Züge nach Sandfort fahren? Kannst du schon Pläne lesen oder so? Nö, nicht so richtig. Aber wir fahren dort jedes Jahr hin und man kann ja auch fragen. Ja, dann frage ich dich auch mal was wieder. Amsterdam ist ja eine ganz große Stadt. Und wie bist du dann von Amsterdam nach Sandfort an den Strand gekommen? Das... Ans Meer? Das weiß ich nicht mehr. Das weißt du nicht mehr. Lena, du weißt doch sonst eigentlich ziemlich viel. Lena, wer hat dich mit nach Holland genommen? Bist du mit deinem Papa und deiner Mama nach Holland im Zug gefahren? Nein, Mama und Papa haben mich nicht mitgenommen. Lena, du weißt, dass man hier die Wahrheit sagen muss? Ja, aber Mama und Papa haben mich wirklich nicht mitgenommen. Das habe ich ganz allein gemacht. Du bist ganz alleine gefahren. War niemand sonst bei dir dabei? Nö, Ehrenwort. Dann wartest du erstmal wieder draußen mit der Dame vom Jugendamt. Ja? Ja. Vielen Dank, Lena, erst einmal. 60 Ziffer 1 bleibt unvereidigt. Ja, dann gehst du. Das Kind steht hier total unter Druck. Merkt das eigentlich keiner? Total unter dem Einfluss von ihren Eltern. Die sagt doch nur das, was die Eltern ihr eingeflößt haben. Das stimmt das doch gar nicht. Das zu beurteilen, Frau Falkenberg, ist nicht ihre Aufgabe und schon gar nicht in Gegenwart des Kindes. Pflegemutter. Also. Frau Vorsitzende, es ist mit Sicherheit ein sehr liebes Kind und das war eine ganz rührende Aussage. Aber natürlich ist diese Aussage in dieser Form absurd und das ist auch nicht haltbar. Eine Sechsjährige soll von Koblenz alleine bis nach Sandfort kommen. Das soll sie alleine organisieren. Niemand fällt etwas auf, keinem Schaffner merkt etwas, kein Mitreisender merkt irgendetwas. Sie sind doch nach Sandfort gefahren. Und natürlich ist die Lena da mitgefahren. Nein. Ich glaube, Sie machen es sich ein bisschen zu leicht. Sie sind alleine gefahren? Ja. Herr Staatsanwalt. Da reist ein Kind, das muss man sich mal vor Augen führen, ein sechsjähriges Kind, reist aus Verzweiflung seinen Eltern nach, weil es sie liebt und braucht. Das wird auch die Nachbarin, die noch auf der Zeugenliste ist, bestätigen, wie innig dieses Verhältnis war. Das müsste uns eigentlich rühren, muss ich ganz ehrlich sagen. Herr Rechtsanwalt Grechel, das ist an sich unstreitig, aber natürlich hören wir die Nachbarin dazu, nämlich vor allen Dingen, ob sie was zur Hollandfahrt sagen kann. Entschuldigung, Frau Vorsitzende, wenn ich Sie unterbreche, ich hatte gerade den Versuch, eine Referendarin mich zu erreichen, telefonisch. Die weiß, dass ich hier in der Verhandlung bin. Die würde mit Sicherheit nicht anrufen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich würde sie gerne kurz zurückrufen, wenn das gestattet ist. Bitte, machen Sie es. Alicia Rieger, bitte. Frau Rieger. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Ja, hallo Römer, was gibt's denn? Telefoniert noch eine Sekunde. Ja, sehr gut. Und was ist drin? Okay. Bringen Sie das rüber, ja? Alles klar. Dankeschön. Tschüss, bis gleich. Frau Vorsitzende, es geht um Folgendes. Damals diese Strandfotografin, ich hatte der eine Karte von mir hinterlassen und hatte sie gebeten, wenn sie noch andere Fotos findet vom Strand mit dem Kind zusammen, dass sie mir die vielleicht schickt. Und es ist jetzt ein Brief aus Holland angekommen, die Referendarin hat den auch schon aufgemacht. Und da ist auch ein Foto drin, wo das Mädchen mit einer unbekannten Frau zu sehen ist. Ein Foto davon hatte ich ja schon aus Holland mitgebracht, nur darauf ist die Frau nicht zu erkennen. Möglicherweise ist das auf dem Foto, das wir jetzt bekommen von der Referendarin, die wird hier gleich unterwegs sein, besser. Also jedenfalls hat es sie ja gebeten, bei dieser Frau nochmal anzurufen wegen dieser Fotos hier vom Strand. Frau Rieger, jetzt beschäftigen wir uns mit Ihnen und dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Alicia ist Ihr Vorname, Sie sind 29, wohnen in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin gelernte Erzieherin, aber zurzeit Mutter und Hausfrau.
Verwandt oder verschwägert mit den beiden Angeklagten sind sie nicht. Frau Rieger, die Staatsanwaltschaft sagt ja, die beiden Angeklagten hätten ihre 6-jährige Tochter, die Lena, nach Holland entführt, wenn man es mal laienhaft ausspreche. Die Eckert sagten, sie haben die Lena zufällig in Sanford am Strand dort getroffen. Sie kennen die Eckert sehr gut, ne? Ja. Wie sind die beiden so? Ich kann über die Eckerts nur Gutes sagen. Also wir wohnen ja direkt gegenüber und die Eckerts haben es schon immer schwer gehabt. Sie wurden immer irgendwie komisch behandelt und dabei sind sie so gute Menschen und die erziehen ihre Tochter super. Die Lena ist echt ein liebes Mädchen und das hat sie nun mal nur ihren Eltern zu verdanken und niemanden anders. Und mein Sohn, der Timo, der spielt immer mit der Lena und das klappt super. Die sind sehr gastfreundlich, es gibt immer Kaffee und Kuchen und ja, und die passen auch manchmal auf meinen Sohn auf. Da hatte ich nie Bedenken. Aber dass das Kind in Gefahr war, haben Sie auch durchaus mitbekommen, oder nicht? Das wollen wir mal nicht vergessen. Ich meine, ist ja keine Willkür vom Jugendamt gewesen. Nein, ich meine, das, was den Eckarts passiert ist mit der Lena, dass sie Tollkirschen isst, das ist... Zum Beispiel. Genau, aber das sind Sachen, die passieren. Man kann seine Augen nicht immer ständig überall haben. Richtig. Das passiert. Und wer Frau Rieger, ich weiß, mit den Augen und den Nachbarn ist es so eine Geschichte. Man kriegt ja eigentlich ganz viel mit. Die Hollandreise, um die geht's ja. Haben die Eckarts ihre Tochter mit nach Sanford genommen? Auf gar keinen Fall. Also bin ich ziemlich überzeugt von. Weil die Eckerts, die wissen, was recht ist und was nicht. Und die lügen nicht. Die lügen nicht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und die Eckerts, die wissen einfach, was sich gehört und was richtig und was falsch ist. Frau Rieger, Sie haben doch überhaupt gar keine Ahnung. Moment, was Sie haben. Sie haben zu mir auf jeden Fall vor der Reise noch gesagt, bevor sie abgefahren ist, dass sie es sehr schade finden, dass die Lena nicht mit darf.